Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zur 58. Folge von OMSI 2, den Omnibus-Simulator. Ja, wir befinden uns heute wieder in Ruhrau und fahren die Linie 182 von, hier kann man sehen, Friedebergmarkt nach Eschenburg-Altstadt. Ja, Fahrzeit sind 28 Minuten. Ja, 28. Das wird aber wahrscheinlich länger gehen, weil ihr kennt mich ja. Ja, ich brauche immer ein bisschen länger, als es im Fahrplan drin steht. Und das Aufrüsten und so schafft man nicht innerhalb von ein paar Sekunden, sondern es dauert ja schon alles ein wenig. So, rote Zieranzeige funktioniert, ist schon mal sehr viel wert. Dann würde ich mal sagen, ja, wir haben in dem Bus einen tollen Drucker. Ist jetzt los, Vorratsdruck zu gering. Ja, das ist ja nichts Schlimmes. So, 2208. So, ja. Angemeldet sind wir, dann geben wir mal noch die Linie ein. Und ist das die 2? Ja. Ist die 2. Machen wir noch schnell ein Thumbnail. So, ist erledigt. Ja, das ist unser neuer Bus in unserem Busbetrieb. Ein Mercedes-Benz Citaro O530 Ü Facelift. Ja, das ist ein Bus der Ex-RVL oder wie auch immer die heißen. Also ein ehemaliger Lemon. Wieso ist denn immer noch der Haltewunschknopf an? Kinderwagen links drinne. Ja, okay. Hat sich jetzt gegessen. Der Kinderwagenschalter war noch drinne. Ja, also wie gesagt, das ist ein ehemaliger Bus der Lemmenthaler Verkehrsbetriebe. Den haben wir so in dem Zustand nicht abgekauft. Der war in dem Farbschema halt angepasst, wie die RVL die Busse halt haben. Wir haben den komplett weiß lackiert und dem die Rewe-Werbung gegeben. Und ja, gleichzeitig hat er dann auch unseren Sitzpolster bekommen. Ja, der ist von 2008, hat ein OM906 Motor und ZF Ecomat Getriebe drinne. Dann würde ich sagen, fahren wir zur Starthaltestelle vor und schalten mal ASR an. Oder aus. Besser gesagt, die Anti-Rutsch-Schlupf-Kacke. Ja. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Wie ihr seht, der Bus hat vorne eine Außenschwenktür und die gleichzeitig dann noch als Doppelflügel. Das ist eigentlich eher selten, weil die meisten Busbetriebe bestellen ja dann vorne nur mit einer mit einem Türflügel, wenn sie die mit einer Außenschwenktür bestellen. Aber der hat zwei. Was ja nicht schlecht ist. So. Jetzt müssen wir los. Ja, voll erschrocken hier. Licht machen wir noch an. Dann würde ich sagen, können wir losfahren. So, Hilfspfeile sind auch an. Dann kann ja jetzt nichts mehr passieren. Und ich hoffe, wir schlittern mit dem Bus nicht weg. Weil, wie versprochen, fahren wir heute im Schnee. Um uns ein bisschen auf die Weihnachtszeit so einzustimmen. Und ja, generell sieht eine Schneelandschaft auch nicht schlecht aus. Nächste Haltestelle, Stadtwald. Gehen wir mal Kickdown.
Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis unser Bus schmutzig ist. Ich denke mal, nicht allzu lange. Aber wir werden es ja sehen. So. Ich glaube, wir müssen hier rechts rum. Dann darfst du mindestens eine Haltestelle für uns. So, ja. Und erstmal schön verbremsen. Super. Naja, immerhin wird die Ampel wenigstens grün. Na, wird der Bus schon schmutzig? Nee, sieht noch nicht so aus. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Na, wird wieder rot, aber ist mir jetzt auch egal. So, dann vorsichtig hier rum. Grafenplatz, ich habe Hafenplatz verstanden. Na. Anti-Rutsch-Blockiersystem hat ganz schön zu kämpfen. Hallo. Hallo. Ah, 0,5 Minuten schon Verspätung. Oh Gott. Oh nee, jetzt hat er wieder die Schaltungsprobleme. Wir sollten nicht mit Kickdown losfahren. Wäre, glaube ich, besser. Nächste Haltestelle. Neumarkt. Ja. Den Bus, den haben wir ungefähr seit Ende August. Da fuhr der aber... Ich fahre ohne Kollision heute mal ausnahmsweise. Ansonsten würde ich hier überall gegenfahren und alles kaputt machen. Das wäre dann auch scheiße, darauf habe ich nämlich keine Lust. Deswegen fahren wir heute mal ohne Kollision. Guten Tag, Herr Busfahrer. Hallo. Hallo. So. Schneid dir die Tür vom Kopf. Ist natürlich nicht so toll. So, weiter geht's. Ja, was wollte ich sagen? Den Bus haben wir seit Ende August abgekauft im RVL-Farbschema und mit den alten Sitzpolstern. Ja, die haben wir dann aber ausgetauscht, die Sitze. Und ja, den Wagen haben wir zu dem Zeitpunkt ungefähr auch umlackiert und seit dem 6.12. hat der Werbung für Rewe. Und jetzt wird er damit ein paar Monate rumfahren. Und dann kriegt er vielleicht eine neue Werbung oder wird ausgemustert oder weiß der Teufel was. Einmal normal mit allem und scharf zu mitnehmen. Ah, jetzt wird der Bus schon langsam schmutzig. Einmal normal. 2,80 Euro. Dankeschön. Bitteschön. Oh, ja, es wird im Bus immer noch kälter, weil die Heizung noch nicht richtig warm gelaufen ist, beziehungsweise der Motor ist noch nicht richtig warm und deswegen ist die Heizung logischerweise auch noch nicht so warm. Nächste Haltestelle, Tierpark. Na, ich glaube, jetzt wird es langsam wärmer. Eben waren noch 4 Grad, jetzt sind 5 Grad. Jetzt wird das doch vielleicht was. Also spätestens an der Endhaltestelle sollte der Motor warm genug sein. Und dann sollte auch die Heizung richtig arbeiten. Na, ich mach mal die Haltestellenbremse rein.
Sonst rollen wir immer ein Stückchen vor, das ist auch doof. Nicht, wenn ich die ganze Zeit das Bremspedal betätigen. Ja, ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich großartig erstmal nichts. Kann ich hier vielleicht nochmal ein Thumbnail machen? So, haben wir zwei Thumbnails. Kann ich mir nachher aussuchen, welches ich nehme. Vielleicht das, wo der Bus noch nicht so schmutzig war. Also das erste. Alter, dauert aber ganz schön lange hier an der Ampel. Ja, jetzt wird es langsam warm. Jetzt sind es schon 6 Grad. Bei dem Facelift muss man aufpassen, wenn man zu doll Gas gibt, dann geht bei Schnee hier die Drehzahl extrem hoch und dann nicht die Drehzahl, sondern ja auch die Drehzahl, aber auch hier die Geschwindigkeitsanzeige geht dann auf einmal auf 100 und der Bus beschleunigt dann total komisch. So. Dann einmal die Tür aufmachen. Einmal kurz, Schrecke Schüler, bitte. Erstmal sagt man guten Tag und dann das, was man haben will. Danke. Bitteschön. Ah, hier ist 60 erlaubt, okay. Die Strecke bin ich auch vorher nur ein einziges Mal gefahren und zwar in dem von letzten Video, wo ich mit dem Facelift AE gefahren bin. Das ist eigentlich schon drüber. Aber bleib jetzt hier einfach mal stehen. Ich bin mal gespannt, ob die Werbung auch schmutzig wird. Wäre cool, wenn das passiert. Oh, das fällt mir jetzt erst auf. Der Bus hat da hinten noch eine breite Heckmatrix. Cool. Da kann man ja eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Also ich meine, ich würde jetzt einen Bus zum Beispiel nicht mit einer großen Heckmatrix bestellen, weil es eigentlich überflüssig ist, aber wenn das schon mal einen Bus hat, dann kann man das auch ausnutzen. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht unbedingt einen Bus mit einer großen Heckmatrix bestellen. Nächste Haltestelle, Erlenweg. So, ab durch den Tunnel. Jetzt können wir mal Stoff geben. Oder auch nicht, denn da ist eine Haltestelle. Oh Gott. Na gut. Der Bus hat gute Bremsen. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Fahr vor. Oder auch nicht. Danke. Dann muss er damit halt rechnen, alle paar Meter stehen zu bleiben.
So, und 15 Minuten sind rum. Nächste Haltestelle. Busters Teich. Das heißt, ich werde den Part jetzt an der kommenden Haltestelle beenden. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. Ansonsten, ja, habt noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.